Odette für mich ist eine ganz zarte, zärtliche Figur, die für mich ist sehr schwer zu interpretieren, weil man muss diese Bewegungen von Armen so machen, dass es nie einen Stopp gibt. Dass es ununterbrochen sich bewegen, die Arme, und ganz zart und weich. Aber technisch ist nicht leicht. Es ist nicht leicht, vielleicht wie man sich denkt, nun einen Schwan zu interpretieren, ist viel mehr Nuancen drinnen, was ich zeigen möchte zum Publikum. Und ja, und ich bin sowieso nie zufrieden. Vor der Vorstellung, ich komme circa 2 Stunden vor Beginn ins Oper und ich fange an mit Schminke. Aber natürlich, man macht nicht nur einfach Schminke, man überlegt sich immer wieder, ja, wie mache ich diese Bewegung oder wie schaue ich ihm an, da vielleicht soll ich was ein bisschen anderes machen. Also man ist schon drinnen in die Rolle. Natürlich nicht verrückt, wie man sich im Black Swan-Film vorstellt, aber trotzdem, man konzentriert sich schon auf die Vorstellung. Dann mache ich Haare, dann gehe ich zum Training, sich aufzuwärmen. Dann, was ist sehr wichtig für mich, ich muss vor der Vorstellung auf die Bühne gehen und Schritte von Stück ausprobieren, um dann während der Vorstellung bei jedem Auftritt sicher zu sein, dass es funktionieren wird. Auch ist was sehr wichtig, die richtigen Schuhe auszuwählen. Man kann das auch im Ballettsaal machen, ungefähr, aber auf der Bühne ist immer ein anderes Gefühl, ist vielleicht ein bisschen rutschiger oder umgekehrt.
Also es ist ein wichtiger Teil der Vorbereitungen, weil eigentlich das ist, damit du 3 Stunden tanzt, ist nicht nur dein Körper, sondern auch Kostüm und Spitzenschuhe sind ganz wichtig. Dann ziehe ich mich ins Kostüm rein, auch das Kopfschmuck, ja, und dann geht los. So wie ich schon gesagt habe, es muss ohne Stopp, Bewegung muss ohne Stopp sein, es muss ununterbrochen sein, immer weich, egal was, welche schwierige Technik du mit den Beinen machst, trotzdem die Ärmel, die müssen sehr weich sein und natürlich das Publikum muss schon erkennen, dass es ein Vogel ist. Für mich ist auch sehr wichtig, das ist eigentlich eine russische Tradition, dass in Schwanensee die Arme sind sehr weit nach hinten platziert und bewegen sich eigentlich dort, nicht auf der Seite vom Körper, sondern ganz hinten. Ja, das macht eine schönere Linie, die viel mehr auf Schwäne erinnert. Und das ist auch nicht ganz angenehm. Für mich, Odile ist nicht böse. Erstens macht sie das, was der Rotbart sagt zu machen, also den Prinz in sich zu verlieben. Und sie muss diese Rolle spielen, aber nicht böse sein, sondern sehr verführerisch, charmant, freundlich. Weil ich denke, wenn man böse ist, man kann niemanden verzaubern damit. Und das gelingt dir am Ende des 3. Akts. Thank you.
und dann 4 Tage muss man sich wieder in diese traurige Schwan verwandeln, weil eigentlich ihr Herz ist wieder gebrochen würde und dann am Ende ist keine Hoffnung mehr, der Prinz stirbt und sie bleibt unter das Rotbirds Macht.